So, hallo, hier bin ich nochmal mit dem Blinkerschalter-Fix für den Mazda 3. Meine letzte Reparatur hat hier nur ungefähr einen Monat lang gehalten und jetzt habe ich wieder das Problem, dass der Blinker nicht ausschaltet für die rechte Seite. So, deswegen habe ich jetzt hier den Schalter nochmal ausgebaut und diesmal komplett auseinandergenommen. Das heißt, auch die Rückseite des Moduls herausgenommen. Und jetzt habe ich hier rausgefunden, dieses kleine Plastikstück ist hier nochmal abgebrochen. Das hat nicht gehalten in dem letzten Video. Und deswegen versuche ich es jetzt hier nochmal wieder mit dem Lötkolben zu befestigen. Und diesmal kann ich das hier auch auf der Rückseite machen, da ich ja den Hebelarm hier komplett ausgebaut habe. Und zusätzlich nehme ich jetzt hier nochmal einige zusätzliche Plastikstücke, mit denen ich hier den Bereich hier unten nochmal verstärken werde. Dafür nehme ich dann hier wieder den Lötkolben und schmelze quasi die Stücke hier zusammen. Das mache ich hier in mehreren Schichten. Ich zeige hier jetzt im Moment nur den Anfang davon. Ich habe das aber hier mit mehreren Lagen hintereinander befestigt, dass ich hier einen richtig relativ dicken Klumpen von Plastik jetzt hier an dieser Stelle habe. Und sobald ich dann hier fertig bin, kann man dann den Schalter wieder zusammenbauen. Das geht auf der Rückseite ähnlich, wie ihr es auf der Vorderseite in einem anderen Video gesehen habt. Hier, ich nehme hier einfach nur den Arm und stecke den hier in das Modul hier rein. Und dann nehme ich hier den Deckel. Der wird dann hier einfach nur eingeklickt und der hält dann den Arm schon in Position. So sieht das Ganze dann aus. Und dann, wie ihr das auf meinem anderen Video gesehen habt, baue ich dann hier die restlichen kleinen Plastikteile wieder zusammen. Damit möchte ich euch jetzt hier nicht langweilen. Und falls ihr da nochmal sehen möchtet, könnt ihr das andere Video nochmal angucken. Und naja, ich werde hier nochmal berichten, ob das jetzt, wie lange das hält. Ich hoffe, es hält jetzt für immer. Aber wir werden sehen. Also ich werde das unten in den Kommentaren berichten, falls er dann nochmal kaputt geht. Und ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, meine anderen Mazda 3 Reparatur-Videos anzusehen.